Cringe Roy, Leute, und im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ich mich das erste Mal in meinen gehackten Account eingeloggt habe und euch zwei von den bearbeiteten Kreativinseln gezeigt und dort stand ja abonniert, broken is my name. Und wenn man jetzt mal hier schaut, es gibt locker seit gestern 40 oder 50 Mal diesen Namen auf YouTube. Und bevor das Video dann online kam, habe ich natürlich auch mal Broken is my name eingegeben, habe dann auch nur einen Account gefunden, was ja dann sicher sein muss. Und dieser hatte keine Videos auf dem Kanal online und auch gestern nichts hochgeladen. Alle anderen sind wirklich Fakes. Da kam halt nicht nur einer auf die Idee, sich einfach so zu nennen und dann ein paar Abonnenten abzugreifen. Mein Favorit war aber der Kollege hier, der hat einfach mit so einer Maske gestreamt, mit Stimmverzerrer und wollte ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Aber nur um das euch einmal erklärt zu haben, so gut wie alle sind davon einfach nur Fake. Und der echte hat nichts hochgeladen. Ich habe die Steuerung heute von dem Account komplett wieder in Ordnung gebracht, also alles wieder einwandfrei. Und dann hat mich hier auch nochmal dieser 187er von gestern eingeladen. Der andere Clan-Member war sogar auch dieses Mal dabei. Und den habe ich dann gesagt, wenn ich öfters im 1 gegen 1 gegen sie gewinne, wir haben dann sogar ein 1 gegen 2 noch gemacht, dann werden sie den Fabio, also den echten Account-Hacker, mir organisieren und wirklich versuchen, den zu holen, dass ich einfach mal mit dem reden kann. Und wie es dann ausgegangen ist, werdet ihr dann gleich sehen. Noch eine wichtige Ankündigung, ich werde jetzt wieder aktiver auf Twitch streamen. Tut mir einen Gefallen, ladet euch die Twitch-App kurz fürs Handy runter, gebt dort Crenshaw ein und drückt aufs Herz, dann folgt ihr mir und ihr werdet benachrichtigt, wenn ich live gehe. Oder ihr geht einfach auf den ersten Link in der Beschreibung, ist nämlich auch Twitch, dann kommt ihr direkt auf den Channel. Und dann werdet ihr die Streams dort auch nicht verpassen, wir können auch Custom Games und so weiter machen. Also drückt auf jeden Fall auf das Herz. Und noch ganz kurz was, YouTube löscht mir die letzten Tage irgendwie immer wieder Abonnenten. Lasst uns da einfach mal wieder ins Plus gehen. Jeder, der den Kanal noch nicht abonniert hat, soll jetzt einfach mal wieder ein Abo raushauen, damit wir hier wieder ins Plus gehen. Wenn ihr ein richtiger Ehrenmann sein wollt, dann vergesst den Creator-Code Crunch nicht in eurem Itemshop. Jetzt ist aber auch wirklich wieder genug. Viel Spaß mit den 1 gegen 1 Kämpfen und dem 1 gegen 2. Boots. Okay, ich habe diesen 187er gerade nach dem Fabio gefragt. Und jetzt haben sie mich hier eingeladen. Hey? Keine Ahnung. Hallo? Ja, kann ja sein, dass der Fabio wieder einen Account hat. Keine Ahnung. Ja, ja, hat der. Hi. Hallo. Hi. Was ist denn hier mit dem Fabio? Der war vorhin on. Der war vorhin on, ja. Und was, hat er denn heute erzählt, der Fabio? Gar nicht. Er hat das Video ja bestimmt gesehen, oder? Gar nichts. Ja. Also, darüber gesagt hat er nicht, ne. Aber ey, der Fabio, andererseits muss ich ihn echt loben und der ist auch echt korrekt. Denn er hat hier die Fortbytes für mich gesammelt. Er hat ganz viele gesammelt, ey. Hat er gesagt. Weiß. Voll korrekt. Weil du ja in deinem Thumbnail, ne, so minus 9000, wie was du, glaube ich, damit gemeint, oder? Ja, ja. Ja, aber Fabio hat gesagt, der war nur 3400 und sowas drauf. Hä, nein. Wo ich mich schon eingeloggt habe, waren doch 4000 drauf. Das kann ja mal gar nicht sein. Also er hat gesagt, er hat sich ein paar Geschenke gemacht. Ach, Geschenke hat er sich gemacht, oder was? Also sich selber dann? Ich glaub schon, ja. Hat er sich mal ein paar V-Bucks gegönnt von mir, oder was? Aber auf jeden Fall hat er gesagt, da waren entweder 4.000 oder 3.125 ganz am Anfang drauf. Nee, da waren schon 7.000 so circa, also hat er so 2.000, 3.000. Oder Paul, wie viel hat er gesagt, waren drauf auf dem Account? Also ja, so wie du gesagt hast. Ich glaube 7.000 waren da drauf circa. Ja, 2.000 bis 3.000 hat er ausgegeben. Ui. Ach, der Fabio. Er hat auch gesagt, dass die ganzen Dinge aus seinem Spiel rausgelöscht wurden. Hä? Ja, hat er gesagt. Aber meine V-Bucks sind schon weg, so. Okay, passt auf. Nimmst du es jetzt auf? Okay, passt auf. Nimmst du es auf? Soll ich? Nein. Wieso? Dann wissen alle, wie scheiße ich bin. Ja, nicht, dass wir so auf die Fresse bekommen von dir oder so. Aber so hart bin ich da auch nicht. Ja, und ist schon gut. Ist doch egal, Mann. Man kann doch auch mal verlieren. Ja, nimm einfach auf, ist mir egal. Aber passt auf. Wir machen das so. Ihr macht immer abwechselnd gegen mich. Dann zwei gegen eins. Du wolltest ja gegen den ganzen Clan. Ja, warte, wir machen erstmal 1 gegen 1, immer abwechselnd, okay? Okay. Und wenn ich euch schaffe zu besiegen, dann organisiert ihr mir noch den Fabio. Okay. Ja. Im Gegenteil. Also, ich habe keine 101-Map mehr, weil der Fabio hat die einfach gelöscht. Ich hab eine 101-Map. Aber der Fabio hat irgendwie eine andere sogar erstellt mir. Echt? Ja, aber die ist nicht so gut.
Nicht so gut wie meine alte, aber komm, dann gehen wir da drauf, auf deine. Okay, mit was machen wir? Hier hat gesagt mit Ska Pump, oder? Okay, ich nehme hier die Kampfstrohflinte mit die Ska. Das war's, oder? Die spawnt hier schon wieder nicht, die Kampfstrohflinte. Ey, Paul, spielt du erst gegen ihn. Ohne Fallen. Ja, okay. Ach so, das ist wieder der Start, okay. Also, wer wird zuerst? 187er oder? Ja, ja, er ist besser. Okay, dann hau mal die Ansage raus, Digga. Ich hab gerade eben erst wie die Einstellung umgestellt, also kann sein. Ja, komm, machen wir los. Ja, Ausreden. Let's go. Ja, die Ausreden, die kommen danach dann. Okay, let's go, man. Okay, nicht schlecht. Aua, Alter, was? Oh mein Gott. Okay, das war schon gut knapp. Aber 1-0. Okay, ja, jetzt hier gegen den 187, da kommen immer abwechselnd. Ich muss nochmal kurz neu respawnen. Okay, Mann. Let's go, dein Edit. Dann zeig mal, was du drauf hast. Das ist mein 90s. Zack, zack, zack. Okay, guter Highground. Ah, oh, verbaut, Alter. Let's go. Dann machen wir gleich vielleicht. Ah, ich kann okay, Digga. Ja. Wir machen gleich vielleicht, würde ich sagen, ihr zwei gegen mich, okay? Okay. Ihr zwei gegen mich, Mann. Machst du auf? Ja, okay. Boah, das war mit der Headshot, Alter. Erstmal, GG, Alter. Ich wollte dich ganz, ganz locker hier pickaxen, aber okay. Let's go, der Nächste. Boah, ich war auch übel low. Ich glaube, ich jetzt 20. Ah, ich hab ihn verbaut. Okay, gut, dass du es sagst. 80er geht schon mal rein. Ja. Yeah. Okay, 1-2. Wir machen jetzt bis 4 Punkte und wenn wir das erreicht haben, dann ihr beide gegen mich, okay? Okay. Let's go, dein Edit. Good luck. Und mal schauen, vielleicht könnt ihr auch mit Fabio dann zu dritt gegen mich, Mann. Aber das wird hart. Okay, guter Edit. Stabil. Du hast halt die heftige Pump, ne? Oh. Na? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wo bist du? Da drin eingetörtelt. Ja. Oh, GG. Jawohl, Mann. 3-1. 3-1. Komm, Paul, du musst es noch packen, Alter. Ja, ich hab mich gerade verbaut, weil ich so nervös bin. Mann, der Finger schwitzt. Okay, also jetzt Matchbeispiel, Mann. Aber pass auf, hinten ist noch nicht weg. Okay. Boah, ich hab auch einen Puls von 380 oder so, Alter. Also wenn ich das jetzt gewinne, dann ihr beide gegen mich. Ja. Let's go, komm. Mit seine Wand ist das? Das ist nicht meine. Ach, das ist dem seine, glaube ich. Komm, mach du. Okay. Ach, wir sind ja gar nicht in einem Team. Komm, ihr könnt gleich in ein Team gehen, gerne. Oh, boah. Yeah. Okay, 4-1. Aber ihr konntet schon einen Punkt zu zweit holen. Ja, jetzt 2 gegen 1. Ihr beide gegen mich. Warte, Paul, dann machst du hier auf. Warte, ich meine von der auf. Tür. So. Die Tür, okay. So. Ja. Mach du dann den Edit. 3-1, go. Okay, let's go, let's go. Ihr kennt euch ja schön an den Skins. Also dürfte das ja kein Problem sein. Okay. Au! Haha. Ah, wen soll ich fokussen? Okay, shit. Jetzt kommt ihr von beiden Seiten. Komm! Ah, jetzt kommt der andere auch noch gleich. Komm schon. Okay. Ey, das bin ich! Oh. Das war so lila. Ich schwör. Oh Mann. Geht in ein Team, komm. 3, 2, 1, go. Let's go, komm. Zeigt, was ihr drauf habt, zu zweit. Ich bin gespannt, Mann. Ich bin gespannt. Okay, der macht schon mal hier Art Pressure. Nee. So schnell geht's noch nicht. Okay. Okay, ich hab dich vielleicht geconed. Aua. Au. Jetzt tut's weh. Nein, 100er Hitlos, weil ich scheiße bin. Okay, aber der hat mir schon mal gut gezogen, Mann. Also du hast gute Chancen, sag ich mal so. Aber was machst du da hinten? Komm, ich komm mal ein bisschen näher. Tim, das hast du. Okay, der flext hoch. Boah, knapp.
Ey, ich konnte keine Warder setzen. Perfekt. Habe ich auch manchmal das Problem. Verloren. Shit. Runde 2. 3, 2, 1, go. Spät. Lassen die vorherigen einfach mal komplett raus. Oha, ihr seid aber schon hart. Ich will immer nicht so viel bauen. Weil ich bauen Oha, Schalten. Digga, bau halt gleich mit Platin, Digga. Der baut hier mit Metall. Ohne Metall, Digga. Ohne Metall. Okay. Wow. Warte. Das ist umständlich. Jetzt liegt's an dir. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, der Headshot! Ja, ja. Der war das eben am Start. Ey, ich hab's. Bei mir hat's gerade so geleckt. Bei mir auch, bei mir auch. Aua, was? Oh mein Gott. Ja, das war hart. Das war ein harter Hit. Nein, ich dachte. Okay, ein weiterer Punkt für mich. Danach haben wir das auch noch hier auf die Spitze getrieben und auch noch insgesamt bis 4 gemacht. Overall, also unterm Strich, habe ich insgesamt mehr Runden gewinnen können und dann haben sie auch gesagt, dass sie versuchen, den Fabio zu holen, also den Hacker dieses Accounts. Dann organisiert mir einfach den Fabio her, okay? Beim nächsten Mal. Der pennt ja wahrscheinlich jetzt schon. Wahrscheinlich, ja. Und ich hoffe mal, sie stehen auch zu ihrem Wort, denn dann kann ich auch mal mit ihm reden. Mal gucken, was noch aus der Geschichte werden wird. Ich würde es auf jeden Fall cool finden, wenn er den Mut hätte, sich dazu zu äußern und vielleicht sogar zu verraten, wie er den Account hacken konnte und sich vielleicht sogar dafür entschuldigen würde. Denkt an das kostenlose Abo, um mich zu unterstützen und diese Minus-Abonnenten auszugleichen. Ihr werdet der größte Ehrenmann für mich, wenn ihr Code Crunch in eurem Itemshop benutzt. Und vergesst mir nicht, bei Twitch zu folgen für die Streams. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Crunch Royal.